Das ist die Symra. Hi. Kennt mich jetzt noch gar nicht. Ich bin ganz neu für sie hier. Sie hatte ja die, die haben ja voller Zecken übersät und auch ja, bewegungsunfähig gefunden. Und die Symra wurde an der Wirbelsäule operiert. Geht es jetzt so von der Mobilität her schon mal ein bisschen besser. Sie kann jetzt auf jeden Fall gut die Vorderhand und den Kopf auch wieder bewegen. Das ging ja gar nicht, das war ja alles wie versteift. Aber die Hinterhand ist halt immer noch gelähmt. Sie hatte aber auch auf jeden Fall nervliche Aktivität. Da sieht man jetzt noch die Narbe, das ist schon verheilt. Aber Symra bräuchte halt auch ganz, ganz dringend Physiotherapie. Und ein Rolli. Und das ganze Programm halt so, was die Handicap-Hunde und die Autounfallhunde halt so brauchen. Eine sehr nette Hündin, lässt sich super gut waschen und sauber machen. Und ja, wohnt hier seitdem eigentlich im Wetthaus, hier in dieser kleinen Ecke. Super nett mit allen Babys, die bei ihr sind. Ätzt da nicht blöd rum. Eine ganz tolle Lady, für die wir eigentlich ja auch irgendwie eine Chance brauchen.